Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber. Oh Gott, jetzt wollte ich gerade Transportfieber. Einfach so sagen, weil ich gerade eben in Transportfieber gewesen bin, um Dings für die letzte Folge ins Spiel zu machen. Hier, Dings, ich weiß es noch nicht. Hier, Transportfieber 2 natürlich. Sweet Asia. Dem Projekt Sweet Asia. Warum ist denn jetzt hier? Ja, heute dachte ich mir, kümmern wir uns um die Lebensmittelversorgung für Sun Yi. Und gut, wir haben natürlich hier ganz verschieden, ganz viele, vor allem, war nicht hier unten auch noch was. Dafür haben wir hier ziemlich viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt an Bauernhöfen um Shenyang rum. Und ich dachte mir, wir nehmen einen von den Shenyang-Bauernhöfen hier. Und da er halt so nah am Wasser ist, gehen wir einfach über Wasser hier hin, hier zurück und liefern das dann über die Straße, dann das Brot hier, verteilen wir das dann. Eventuell, je nachdem, wie das zeitlich so passt, werden wir diese Folge noch Shenyang ans bestehende Netz anschließen, sodass wir dann in Zukunft auch hier vom Bauernhof aus, je nachdem, welche Art und Weise, auf alle Fälle dann auch ans Schienennetz uns anschließen können, um auch von diesem Bauernhof aus dann halt diese Lebensmittelfabrik in Busan zu versorgen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Je schneller wir damit durch sind, desto eher können wir noch mehr machen. Terminal natürlich nur eins. Das war B. Hoppala. Gut, dann versuchen wir es mal so anzubauen. Perfekt. Machen wir erstmal alles andere hier. Das können wir sogar tap. Ah, okay, das ist schade, dass es so komplett da richtig reingeht, aber gut. Ist halt wie es ist. So. In der Hoffnung, dass die KI nicht ganz so komisch ist. Aber das ist ein bisschen schade. Und das können wir leider nicht ohne Mods, soweit ich weiß, verbessern. Wir könnten das Land dort ausschütten. Das könnten wir machen. Machen wir dann gleich. Und dann brauchen wir noch einen Hafen in Sun Yi. Und da würde ich schon fast sagen, nehmen wir lieber ein bisschen weiter außerhalb. Damit wir eventuell, weiß ich nicht, ob wir das jemals machen werden, aber einfach damit wir den Hafen halt außerhalb der Stadt haben. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Hallo. Danke. Belastend. Vermutlich ist es ja immer so aufgrund. Aufgrund des Wassers, dadurch muss es natürlich auch ein bisschen höher liegen. Dann können wir es einfach hier noch die Straße verbinden. Auch wenn das ein bisschen unnötig ist, aber gut. Bisschen sehr unnötig sogar. Da können wir dann lieber das so machen, dass wir. Straße so ein bisschen gesehen da lang schlängeln lassen, da wäre sowieso am Ende hier am Hafen selber die Station haben werden. Beziehungsweise das Straßendepot. Da nehmen wir jetzt eine große LKW-Station, würde ich sagen.
Erweitern können wir es immer noch, von daher passt das. Erweitern müssen wir es wahrscheinlich sogar noch. So, das heißt, wir werden dann von hier aus brauchen wir eine Linie. Jetzt muss ich gucken. Da haben wir das Layer. Einmal hier halten, einmal hier halten vielleicht. Das ist praktisch, also man kann es ja dort auch ablegen, abliefern. Dann machen wir einfach mal eine Linie. Ist halt die Frage, macht das Sinn, eine Linie zu machen, die halt einmal komplett hier rumgeht? Güter, Straße, G-Punkt, S-Punkt, Lebensmittel, Sunyi. Wobei, nee, wir machen lieber Sunyi Lebensmittel, dann haben wir es nämlich schöner geordnet. Lebensmittel. So, haben wir die Lebensmittelversorgung zumindest schon mal, was das betrifft. Wir brauchen nochmal ein Depot. Ja, platzieren wir das einfach mal hier drauf. Oder? Ja, machen wir es mal so. Was man jetzt mal wieder hier das ändern muss. Dann brauchen wir eine neue Linie. Ne, wir brauchen noch hier eine Verbindung. Eine Straßenverbindung. Okay, es sollte verbunden sein. Dann können wir eine neue Linie machen. Wait a second. Was für Schiffe haben wir denn? Schiffswerft. Gütertypen alle. 70, 70. Okay, ist ein Öltanker. Dann nehmen wir halt das hier. Da ist er. Bleibt mir nichts anderes übrig. Passt alles rein, okay. Brauchen wahrscheinlich schon ein paar mehr davon. Gut, auf alle Fälle können wir das alles transportieren. Dann machen wir eine neue Linie. Von Shenyang West nach Sunyi Nord und dann hier abliefern zum Hafen. Hier laden nur. Nein, das ist verkehrt. Das entladen nix. Hier laden wir das und wir entladen das. Und hier laden wir nix und entladen die Lebensmittel. Güterzug Straße, Güterzug, Straße, Schiene, genau. Dann muss ich Güterzug Truck das umändern. Dann nehmen wir nämlich hier Güterzug Schiff, dann haben wir Güterzug Zug und Güterzug Truck. G.S. Sunyi Lebensmittel. Und warum ist das ist oben? Dann müssen wir Sunyi Lebensmittel. Nein, das war die verkehrte. Die hier müssen wir umbenennen in Güterzug Truck. Genau, das andere müssen wir nochmal anpassen. Hier haben wir. Ändere ich um in der Zwischenzeit, also zwischen den Folgen. So, das heißt, wir brauchen auf alle Fälle schon eine Strecke, ne, die man zurücklegen muss. Ich würde mal sagen, wir holen uns hier von für den Anfang 5 Schiffe. Nehmen wir das und ist halt schon ein ordentlicher Weg, ne? Nehmen wir einfach mal 10 Stück. Linie zuweisen, Güterzug Truck Lebensmittel. Oh, habe ich das noch auf? Ich habe es noch auf pausiert. Nehmen wir einfach mal auf ein Viertel. Wollte ich schon zu Beginn sagen, war ein Viertel, weil, keine Ahnung, wir müssen ja nicht unbedingt zwingend jetzt hier mit den Zeitaltern voranschreiten. Ne, dauert ja alles immer ein bisschen länger ab und zu mal. Wir haben Probleme mit Sunyi Lebensmittel. Warum das denn?
Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Ich dachte, das funktioniert. Schade. Aber das ist gar kein Problem. Setzen wir einfach hier eine hin. Hier eine. Und hier eine und ändern dann die Linie um. Linie verwalten. Oh, so, hiernach müssen wir hier hin. Dorthin und dorthin. Und da wir jetzt wissen, dass es einfach geht, können wir das komplett easy fix bearbeiten. Was mich ja jetzt gerade mal interessiert, das Level ist bei 100%, man kann es aber nicht höher steigen, okay. Perfekt. So, und dann gibt es da jetzt auch keine Probleme mehr. Das Schiff fährt jetzt schon zu dem. Ach Gott. Das ändern wir dann um in Shenyang West Leben. Shenyang West Bauernhof. Bauernhof Shenyang West, andersrum vielleicht besser. Bauernhof, nee, doch nicht, andersrum ist doch besser. Bauern, Shenyang West. Bauernhof. Dann wissen wir auch, dass wir zum Bauernhof fahren. Hier haben wir die Lebensmittelfabrik. Dann ändern wir das um Sun Yi Nord. Lebensmittelfabrik. Und das wird hier Sun Yi Hafen. Wenn ich es richtig schreiben könnte, wäre es natürlich noch besser. So, hier wartet auch schon wieder ein bisschen was. Das ist natürlich super. Das dauert noch ein bisschen, bis da die Zeit in Anspruch, die Zeit da durch ist. Ich würde fast sagen, komm, wir machen noch mal, wir verbinden noch mal Shenyang. Besser gesagt. Aber erstmal machen wir mal kurz hier da das obligatorische Netz für Leute, die hier mitfahren wollen. Gegebenenfalls. So, hierhin, dann dorthin. Dorthin, dann drehen wir hier, dann geht es hier lang, dort lang und dann nochmal hier lang. Das sollte, glaube ich, reichen. Shenyang 1. Gott, hier wartet aber auch schon ordentlich was, ne?
Nächstes Schiff kommt an. Ihr wartet einfach viel zu viel. Wir brauchen einfach mehr Schiffe. Wenn man es mal so betrachtet. Aber welches Schiff? Ist das erste Schiff, was allgemein ankommt? Ich bin gerade verwirrt. Voll beladen ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das Schiff überhaupt. Habe ich noch gar nicht auf achtet. Es ist eine Riggy. Genau, Shenyang. Wir brauchen. Ach, wir haben hier wieder keine. Shenyang ist auch eine größere Stadt, ne? Wie viele Einwohner hat es jetzt? 241. Jetzt schon. Jetzt einfach mal schon. Wir haben nichts angebunden. Auch hier würde ich sagen, nehmen wir dann 10 Stück. Ups. Ja, 110, genau. So sehe ich aus. 10 Stück für die Linie. Oh. Verkehrt rum. Ups. Gar kein Problem, das können wir fix ändern. Dann können wir jetzt auch die andere Linie erweitern. Oder die anderen Linien. Gehst du nochmal nach dort und dann wieder zurück. Allerdings gehen wir jetzt erstmal hier über Nummer 2. Genau, dann gehen wir hier rüber und dann nach da hinten. Und genau, dann nehmen wir es auch Chongqing. Chongqing. Shenyang. Und dasselbe Prozedere machen wir auch mit dieser Linie. Allerdings, Sunyi, das zweite Mal ist auf der 1. Denn wir können ja auch darüber. Genau. Wunderbar. Perfekt, dann haben wir das auch. Fast, nämlich müssen wir es noch. Oh, verdammt. Raipur, Shenyang. Halt über Sunyi. Wir müssten überlegen, weil die Strecke halt natürlich auch jetzt deutlich länger ist. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, wie stark sich das jetzt verschlechtert hat. 11 Minuten, das ist natürlich eine ordentliche Wartezeit. Hier 14 Minuten. Wir können natürlich erwarten, dass das Ganze stärker genutzt wird. Belastend. Ich habe jetzt natürlich keinen Plan, wie lange ich jetzt auf das Ganze gemutet hatte. Den Game Sound. Habe ich da einen Hotkey drin? Das hat Audio Umschalt Ende. Warum bin ich denn auf Umschalt und Ende gekommen? Ja. Genau, das ist halt noch so miserabel. Deswegen würde ich fast sagen, sollten wir darauf auf beide Strecken nochmal mit einem mindestens einen Zug drauf schicken. Ich kann mir gut vorstellen, dass Shenyang gut benutzt werden würde. So, Raipur, Moment, wait a second. Wir klonen einfach mal die eine Linie, den einen Zug davon. Raipur, Shenyang. Fahrzeuge verwalten. Ausgewähltes Fahrzeug klonen. Nun ist die Strecke bei 9 Minuten. Ja, das passt, würde ich fast sagen. Waren wir bei 11, also weiter bei 7 Minuten. Wir sind noch relativ früh, von daher kann man das schon so beibehalten, würde ich fast sagen. Schnellere Züge kommen immer noch dazu, von daher alles gar kein Problem. Wird schon laufen, wird schon anlaufen. Da haben wir jetzt auch schon. Hier warten auch schon die ersten Leute. Oh, ist natürlich, ich habe vergessen. Hier vorne noch ein Signal zu setzen. Vielleicht sollten wir auch allgemein ein paar mehr setzen. Damit wir einfach einen schönen Flow haben.
Notfalls bräuchten wir hier, wobei das ist relevant. Da geht es da voran. Der Rest läuft ja hier auch zweispurig, halt hier rüber, von daher passt das. So, und auch was die Signalsetzung betrifft, durch sein. Oh Gott. Produzieren die? Kommt da überhaupt mal was an? Haben die jemals schon was produziert? Da kommt erst das erste Schiff. Da ist da das zweite hinterher, gut. Wahrscheinlich. 6 Minuten sogar nur. Ist gar nicht mal so verkehrt. Wunderbar. Ja. Ich würde mal fast sagen, in der nächsten Folge, da wir ja hier schon so schön dabei waren mit dem weiteren Anbinden. Boah, ja gut. Das Ding ist, es wird alles immer wieder länger und länger. Wir müssen mal überlegen, ob wir. Gut, wir brauchen halt mehr Züge dann dementsprechend, wenn wir längere Strecken zurücklegen wollen. Wir brauchen dementsprechend dann aber auch eventuell, müssen wir die Züge anpassen, indem wir. Ja. Entweder eine DPU ranhängen oder zwei Zugmaschinen vorne ran. Wobei ich persönlich finde, das sieht halt. Okay, ja gut, vorne sieht es noch besser aus als mit einer Dampf-DPU. Ja, entweder wir machen das oder wir kümmern uns. Ich würde ja fast sagen, wir kümmern uns um in der nächsten Folge um eine Güterlinie für den Treibstoff, für die Treibstoffversorgung in Raipur. Haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht gemacht, wenn ich es richtig sehe, sondern nur drüber nachgedacht. Einfach, damit wir auch da so ein bisschen Geld reinbekommen, denn ich würde fast sagen, dadurch würden wir ziemlich viel Geld bekommen, oder würden wir genug Geld bekommen, um ein ausreichendes Einkommen zu haben, ohne dass ich ständig hier irgendwie quasi Folgen vorbereiten muss. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder von Transport Fever 2 Sweet Asia. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.